auch. Also diese Eisenmuni lässt seine Ziele dann schon nach wenigen Schüssen oder ja beim Maschinengewehr nach wenigen Schüssen oder bei Sniper eigentlich eher unnötig, weil sowieso einer reicht. Aber es gibt später noch ein gutes Maschinengewehr und mit dem plus Eisenmuni ist es richtig cool. Ja, hier geht's weiter. Schwere Pistole scannen. Oh Gott. Und ich verschwende nicht meine Muni für die. Vor allem, weil sie eh eingeeist sind. So. Der sieht Eis, Eis ist richtig geil. Ja, hier war noch was. Ach, Morden. Mit seinen Skillen macht es. So. Letztes eingefroren, da wollen wir keine Sorgen machen. Gut, haben wir noch was außer extrem viel Money, der da vorne noch liegt? Nein, glaub nicht. Also, wow, Money. Sollten wir eigentlich sogar voll sein. Ja, sind genau voll geworden. Hier haben wir nichts mehr. Aber auch zum Glück auch keine Feinde. Noch. Und da sind sie schon. Ich habe einen Plan gegen die. Ich weiß nicht genau, wie lange ich unsichtbar noch bin. Und er versucht alles Mögliche, um die Schuld von sich zu weisen. Hier werden wir anstürmen. Feindliche Drohne! Oh Gott. Ich geh nicht hinter die zerbrechliche Kiste. Und oh Gott. Das sind Menschen. Jetzt kann ich endlich mal wieder Feuer benutzen. Okay, aber Feuer mit der Waffe ist doof, mit Sniper. Boah. Geh weg da. Und der kommt zu mir. Das ist nicht gut. So. Oh, oh. Scheiß Kampfdrohne. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sonst keine Wächter mehr da, nur noch der große Mac. Und da sage ich erstmal mein Laser. Oh Gott. Verdammt. Sein Maschinengewehr ist echt krass stark. Und ich habe zu spät wieder gesehen, dass er schießt. Naja, gut, kein Problem. Es war gerade viel zu riskant von mir, was ich da versucht habe. Aber ich habe nicht gesehen, dass er schießt schon wieder. Und als ich gesehen habe, habe ich leider losgelassen, aber er braucht nur noch ein bisschen, bis er wieder in Deckung geht. Naja. Nochmal kurz dieses Ding hier. Also diesmal ein bisschen schneller. So, und jetzt gehen wir hier in Deckung. Und dann gehen wir ein paar Aufgaben. Also, Jacob zieht den da. Ne, der kriegt ein Eis.
Dann erledige ich den erstmal. Den hier. Dann vereist er nochmal den da oben. Und ich hau von dem Mac ab. Was mache ich denn? Nee, ich war gerade total doof in Deckung. Er hat nicht nachgeladen und ich konnte nicht schießen. Okay, letzter Versuch. Jetzt schaffe ich's. Das weiß ich jetzt. Ich schaff's jetzt. Kein Problem. Gut. Hier ist ein viel besserer Platz. Diesmal schalte ich gleich diesen. Oh Gott. Der Mac kommt schon wieder her. Und ich muss diesen komischen Typen ab. Der. Gott. Ich muss diesen einen Typen ab töten, der. Ja, der mit dem Schild. Der hier auch so. Skills rumschießt und wow, verrennen. Ja, komm, er trifft mich auch im Rennen. Das ist Jacob. Okay. Dann tun wir mal Morden wiederbeleben. Das wollte ich nicht, weil ich das auf ihn ins Game macht. Naja, gut. Er geht immer noch auf mich, dann können meine Freunde mal schnell angreifen. So. Gut. Oh, 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 er schießt. Echt mal. Und der ist kaputt. Ich muss jetzt mit den Spielereien. Ich muss mein Vater in die Augen sehen. Ich will hören. Wie er das alles rechtfertigt. Gut. Also ja. Der Kampf war jetzt nur hart wegen der Schwierigkeitsstufe, weil diese Mechs extrem viel Schaden machen. Was ich auch so gar nicht gewohnt bin. Also diese schweren Mechs mit ihren Maschinengewehren machen extremen Schaden. Also die machen viel mehr, als wenn man auf normal spielt. So, und da ist der Vater, aber ich gucke erstmal noch hier. Nee, ist nichts mehr. Ronald Taylor. Sie sind hier. Ich wusste, dass eine ordentliche Truppe es problemlos schaffen würde. Tut mir leid, dass die Mechs ihre Panzerung ein bisschen in Unordnung gebracht haben. Ich besorge Ihnen was Hübsches, wenn wir wieder im Gebiet der Allianz sind. Ich erwarte nicht unbeträchtliche Gehaltsnachzahlungen. Was ist mit Ihrer Crew? Amtierender Captain? Total Verlust. Die giftige Nahrung hat sie alle durchdrehen lassen. Sie haben mich bei einer Art Ritual hier aufgestellt. Es war die Hölle, auf eine Chance zu warten, endlich ein Signal absetzen zu können. Was Besseres fällt Ihnen nicht ein? Lassen Sie immer zu, dass Ihre Leute Widerworte geben? Wer sind Sie überhaupt? Erzähl mal, wer wir sind. Commander Shepard von der Normandy. Mr. Taylor kennen Sie ja vermutlich schon. Taylor? Jacob? Nein, nicht Jacob. Warum nicht? Was hier 10 Jahre lang abgelaufen ist, würde auf niemanden in der ganzen Galaxie anders wirken.
Du musst verstehen, das bin nicht ich. Die Erfordernisse eines Führungspostens verändern dich. Und ich war dafür noch nicht bereit. Ich habe dafür gesorgt, dass du alles Nötige weißt, bevor ich wegging. Ich hatte gehofft, damit wäre es erledigt. Ich mache das auch drüber. Mit mir kann man wirklich reden, Captain. Aber 10 Jahre? Was ist geschehen? Verdammt nochmal. Warum hast du das deiner Crew angetan? Es gab Widerstand gegen den Plan. Eine Meuterei. Wir mussten hart durchgreifen, um Ordnung zu halten. Und die Dinge haben sich wieder beruhigt. Als der Verfall losging, haben wir dafür gesorgt, dass die Crew es bequem hatte. Manche schienen sogar zufrieden zu sein als vorher. Unwissenheit ist ein Segen, richtig? Und sie waren dankbar dafür, dass sie geführt wurden. Es war wie ein Instinkt. Mit totaler Autorität war es einfach. Zunächst. Nach einigen Monaten senkte der Effekt alle Hemmschwellen. Sie wollten ein Revier. Rang und Vorschriften bedeuteten ihnen nichts mehr. Wir mussten ein Herrschaftssystem etablieren. Nach einer Weile war anscheinend alles wieder normal. Ist das alles? Du hast einen Harem geschaffen und König gespielt. Und 10 Jahre lang in einer Pubertätsfantasie gelebt? Ich weiß nicht mehr, an welchem Punkt plötzlich alles schief ging. Aber als das Signal bereit war, schien es mir keine gute Idee mehr zu sein, die Vorfälle publik zu machen. Was ist mit den anderen Offizieren geschehen? Anders hat sein Gewissen etwas zu spät entdeckt und konnte nicht mehr zurück. Er hatte einen Unfall. Die Lage wurde heikel. Am Ende war ich nun mal der mit den Max. Die Exempel, die ich statuiert habe, waren ein wenig radikal, aber als ich alles wieder beruhigt hatte, war ich freundlich zu meinen Leuten. Ich hatte mir ein wenig Frieden verdient. Du bist mit deinen Leuten umgesprungen, als wären sie Spielsachen. Gegenstände. Ich werde das keinesfalls durchgehen lassen, Taylor. Sie werden dafür bezahlen. Wie viel wird er zahlen? Wie viel sind alle diese Leben wert? Wer will das ausrechnen? Sein Leben ist es nicht mal wert, dass man deshalb den Finger im Abzug rummacht. Ich weiß nicht, wer du bist. Der Vater, den ich kannte, bist du jedenfalls nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wir bringen ihn vor ein Allianzgericht. Für jedes Jahr hier wird er 10 bekommen, in denen er über alles nachdenken kann. Er wird alle Zeit der Galaxie brauchen. Denn wer so etwas tut, hat keine Ahnung mehr von richtig und falsch. Tut mir leid, Jacob. Ich habe mein Bestes getan. Vor 10 Jahren hätte ich das noch geglaubt. Gut. Ja, Jacobs Mission haben wir jetzt erfüllt. Erfahrungen kriegen wir nicht ganz so viel, dass wir ein Level-Up kriegen. Also wir brauchen...